hört nicht viel über Typen, die was riskiert haben und gescheitert sind. Jetzt weiß ich, was aus denen wird. Die schuften für schlechtes Geld in scheiß Jobs zu den unmöglichsten Zeiten und denken ständig daran, wie es dazu kommen konnte. Ich hatte mir das so schön ausgemalt. Ich sitze an einem großen Tisch. Doyle zu meiner Linken, Amarillo zu meiner Rechten und pokere mit in der ersten Liga. Dieser Traum hat mich blind gemacht, als ich mit Teddy am Tisch saß. Jetzt komme ich nicht näher an Vegas ran, als auf dieser beschissenen Liefertour durch West New York. Das knischt den Spielern überlässt, die die verdammte Hauptregel nicht beachten. Halt dir immer einen Ausweg offen. Hey! Hi, Mogi. Ich muss dich mal was fragen. Was rein juristisches. Darf der Steinbrenner sowas eigentlich tun? Ich meine, darf dieser Arsch die Yankees so verladen? Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Noch nicht durchgenommen? Nein, Verletzung der Menschenrechte ist erst im dritten Semester dran. Okay, mach's gut. Ja,